Ja, wir sprechen heute mit Amena, einer 16-jährigen Schülerin aus Afghanistan. Amena, du hast mir im Vorfeld schon ein bisschen über dein Leben erzählt. Du bist mit deiner Mutter und deinen Schwestern nach Österreich gekommen. Dein Vater und dein Bruder sind noch in Afghanistan. Wie sieht es derzeit dort für sie aus? Wie ist die Situation? Ich habe leider nicht mit denen Kontakt, deswegen weiß ich das nicht. Aber meine Mama hat zum Beispiel mit ihrer besten Freundin in Afghanistan noch Kontakt und sie ist eine verwitwete Frau. Und sie erzählt meiner Mama immer, dass sie nicht jetzt rausgehen kann, weil sie Angst hat, dass die Taliban sie versklavt. Und wenn sie zum Beispiel einkaufen möchte, dann sagt sie einfach ihren Nachbarn, weil sie so viel Angst hat. Ja, das Ganze zu sehen für mich als Mädchen, das ist einfach schockierend. Und ich möchte, also ich, wenn ich irgendwas machen könnte, dann würde ich für diese Frau tun. Aber ich weiß ja auch ganz genau, das sind tausende Menschen, die dort, tausende Frauen, die jetzt in Gefahr sind. Nicht nur verwitwete Frauen und unverheiratete Mädchen, sondern auch Aktivistinnen und Aktivisten auch eigentlich. Ja, du hast es angesprochen, die Taliban und Frauen, das ist ein sehr, sehr schwieriges Kapitel und es gibt ja auch Strafen, von denen du mir erzählt hast. Könntest du das nochmal kurz zusammenfassen, was die Frauen in Afghanistan erwartet, jetzt unter der Herrschaft der Taliban? Ich habe gestern ein Video gesehen, wo die Gesetze von den Taliban jetzt aufgezählt wurden und da waren lächerliche Gesetze wie die Frau darf nicht am Meer irgendwas waschen und so, weil man die Hände dann sieht und wenn sie dann dort erwischt werden, dann werden die Väter oder die Männer von diesen Frauen bestraft, was wiederum heißt, dass die Frau selber nichts sein kann. Und ich glaube generell, die Frau kann sich nicht mehr ausbilden, die Mädchen können nicht mehr in die Schule gehen und das ist eigentlich das größte Problem in einer Gesellschaft, weil dann ist die Hälfte einer Gemeinschaft und einer Gesellschaft komplett ausgeschlossen. Du hast es angesprochen, sehr viele Rechte, die den Frauen jetzt einfach genommen werden. Die Taliban haben jetzt bei einer Pressekonferenz vor einiger Zeit versprochen, dass die Frauen trotzdem alle Rechte haben dürfen und in die Schule gehen dürfen zum Beispiel. Sind das Lügen? Definitiv. Also wir haben vor 20 Jahren gesehen, wie sie in Afghanistan geherrscht haben. Aber die Taliban haben nicht nur jetzt geherrscht, sondern auch vor ein paar Monaten hatten sie Provinzen und dort haben sie schon seit Jahren lang geherrscht und diese Provinzen regiert. Und in diesen Provinzen konnten Mädchen zum Beispiel gar nicht leicht leben. Sie müssten schon mit 12 und so verheiratet sein und nicht in die Schule gehen. Und ich glaube, das sind einfach nur Lügen, um dem Westen irgendwas vorzuspielen, damit die Großmächte im Westen leise sind und nichts machen. Du hast davon gesprochen, dass deine Mutter Kontakt jetzt mit einer Nachbarin hat. Gibt es noch anderen Kontakt zu Familienmitgliedern? Leider nicht viele, aber die Nachrichten reichen irgendwie und die Frau ist auch erschüttert. Ich bin eigentlich dankbar, dass wir keine Kontakte haben, weil meine Mama ist sowieso traumatisiert von ihrer Geschichte und von dieser Frau. Jetzt gibt es natürlich in Österreich auch sehr viele Debatten. Soll man Menschen aus Afghanistan nach Österreich bringen? Wie wird es jetzt stattfinden, auch mit Asylanträgen? Da wird ja sehr viel und sehr heiß diskutiert. Was würdest du dir wünschen, was könnte Österreich, der Staat Österreich tun, um Afghanistan hier noch mehr zu unterstützen? Die Politiker bzw. die Regierung sagt, dass Österreich zu klein ist und nicht wirklich viel machen kann. Aber ich glaube, das ist wirklich falsch, so zu denken. Ich denke, Österreich könnte in den letzten Tagen sehr viel leisten und es kann noch immer sehr viel leisten. Es könnten Menschenleben retten. Und ich würde mir wünschen, dass sie zumindest die Frauen, die in Gefahr sind, diese Frauen retten. Noch abschließend, wir sind ja heute hier für eine Kundgebung auf dem Ballhausplatz. Da wird natürlich auch sehr heftig natürlich protestiert oder auch gesprochen, dass es wichtig ist, Afghanistan hier zu unterstützen. Warum bist du heute hier? Möchtest du auch ein Zeichen setzen? Ja, also ich habe auch teilgenommen an dieser Demo und ich möchte einfach sagen, dass ich eigentlich von den Taliban nichts erwarte, weil sie sowieso eine Terrorgruppe sind. Aber von einem Österreich, das mir die Welt von einer viel schöneren Perspektive gezeigt hat, dass mir gezeigt hat, dass ich in die Schule gehen kann, ohne Angst zu haben, dass ich vielleicht nicht zurückkehre wie in Afghanistan. Von so einem Österreich wünsche ich mir, dass es dann nicht die Situation in Afghanistan ignoriert und aktiv etwas unternimmt.